Ein Tag im Leben des größten Mannes der Welt. Nächste Reaction. Da bin ich gespannt. Das fand ich ganz interessant so. Let's go. Auf Talk einfach rein da. 2,22 Meter. Ich bin übrigens 1,78, ich bin absoluter Zwerg. Fetter Zwerg bin ich, Chat. Moin, Messi. Das ist die Größe von Rolf Meier, dem offiziell größten Mann Deutschlands. Doch auch wenn der gebürtige Frankfurt... Digga, ist ein Riese, Mann, insane. ...damit jeden Deutschen überragt, kann Sultan Kösen aus der Türkei über diese stattliche Größe nur müde lächeln. Der 38-Jährige... Alter! What? Das ist halt insane, oder? ...ist nämlich der größte Mensch der Welt und mit einer Körpergröße von 2,51 Meter überragt er seine Mitmenschen um Längen. Was in manchen Situationen ein echter Vorteil sein kann, bedeutet für Sultan Kösen aber vor allem eins. Ein Leben mit extremen Ja, das muss halt so anstrengend für den Körper sein, ne? Das muss so krass anstrengend sein, auch für ihn. Aber das macht garantiert keinen Spaß. Da bin ich mit meiner 1,78 Körpergröße auf jeden Fall zufrieden. ...und körperlichen Einschränkungen. Guck mal die Hand an! What? Okay, das ist auch ein Junge, so ein kleiner, aber trotzdem. Digga! Richtige ET-Finger. No front natürlich. Denn das Leben als größter Mensch der Welt ist alles andere als einfach und bringt viele Probleme mit sich. Welche das genau sind, wie sein Alltag aussieht und wie es überhaupt zu diesem Riesenwuchs kam, erfahrt ihr gleich. Deshalb bleibt dran, hier bei Wissenswert. Ach und schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr machen würdet, wenn ihr der größte Mensch der Welt wärt. Wir auf den Sommer hoffen und immer den Ausschnitt gucken. Okay, der war nicht lustig. Wir sind gespannt. Bevor wir aber auf den genauen Tagesablauf des größten Menschen Grinch. Der Welt eingehen, wollen wir uns kurz ansehen, wer Sultan Kösen eigentlich ist und wie es zu seiner enormen Körpergröße... Sonst würde ich sagen Basketballspieler werden, aber da bist du halt körperlich so eingeschränkt mit. Funktioniert ja gar nicht. Ihr seht ja auch bei ihm, er geht mit Krücken und so. ...gekommen ist. Sultan Kösen wurde am 10. Dezember 1982 in einem kleinen Dorf namens Dedekoy in Südostanatolien geboren. Er war ein vollkommen durchschnittlicher Junge, der sich auch ganz normal entwickelte. Wie die meisten Menschen in seinem Dorf lebten seine Eltern und seine vier normalgroßen Geschwister von der Landwirtschaft und Sultan unterstützte seine Eltern bei der Ziegenzucht. Im Alter von 9 Jahren begannen dann allerdings die körperlichen Veränderungen. Er fing plötzlich an, viel schneller zu wachsen als seine Geschwister und war zunächst froh, dass er seinen Eltern so noch besser bei der Arbeit auf dem Hof helfen konnte. In der Schule und von den anderen Kindern im Dorf wurde er jedoch gehänselt und Sultan zog sich immer mehr zurück. Im Laufe der Zeit wurde seine Größe aber auch immer mehr zur physischen Einschränkung. Sultan konnte wegen seiner Größe weder einen Beruf erlernen noch den Führerschein machen, weil er für normale Autos einfach viel zu groß war. Woher der Riesenwuchs kam, wussten Sultans Eltern damals aber noch nicht. Als einfache Landwirte hatten sie nämlich nicht das Geld, um einen Spezialisten aufzusuchen. Erst viele Jahre später entdeckten daher Ärzte den Grund für Sultans außergewöhnliches Wachstum. Sultan leidet an Akromegalie. Bei der seltenen Erkrankung wächst ein Tumor an der Hirnanhangdrüse und schüttet ununterbrochen Wachstumhormone aus. Geschieht das wie bei Sultan noch vor der Pubertät, kommt es zu Riesenwuchs. Daher wächst nicht nur der Körper in schwindelerregende Höhen, sondern auch die Gliedmaßen, Hände, Füße und sogar die Organe wachsen immer weiter und verursachen gesundheitliche Probleme. Boah, krass, Mann. Das ist schon ein übles Schicksal, ne? Auch bei Sultan hatte die Akromegalie schwere Folgen. Seine Gelenke litten unter dem Gewicht und seine Knochen waren so weit geschädigt, dass sein Skelett ihn nicht mehr stützen konnte. Kann einem nur leid tun, so, ne? Trotzdem wurde irgendwann die Profi-Basketballmannschaft von Galatasaray auf ihn aufmerksam und nahm ihn schließlich sogar in ihr Team auf. Er stand zwar nie selbst auf dem Platz, doch die Medien erfuhren von Sultan und 2009 wurde er schließlich ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Er überragte damals den amtierenden Rekordträger Bao Qishun aus China um 15 cm und wurde mit 2,51 Meter zum größten lebenden Menschen der Welt. Auch mit seinen Händen bricht er Rekorde, denn mit einer Länge von 28,5 cm wie mein Cock, Kapi? Hat er auch die größten Hände der Welt. In den folgenden 28 cm. Ich glaube, das kann man sich gar nicht so vorstellen. Das wäre, wenn man dem gegenübersteht, im Real Life immer ganz, ganz anders, glaube ich.
In Jahren änderte sich das Leben des Riesen schlagartig. Big Kappa ist true, OCB. Artig. Er wurde berühmt, reiste um die Welt und war bereits in 127 Ländern zu Gast. Dabei traf er auch auf den kleinsten Mann der Welt, Chandra Bahadur Dangi, und auch Lul. Auf die kleinste Frau, Jyoti Amge. Ist der Frau? What? Kommen wir nun aber zu der Frage, wie der Alltag des größten Menschen der Welt aussieht. Sultan Kösen lebt die meiste Zeit des Jahres in seinem Heimatdorf Dedekoi. Hier hat er sich vor einigen Jahren ein Haus gebaut, doch wenn er am Morgen wach wird, dann liegt Sultan nicht in seinem Bett. Stattdessen schläft er nämlich einfach nur auf Matratzen auf dem Boden, und auch Sofas, Tische oder Stühle gibt es in seinem Haus nur wenige. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Sultan ist für die meisten Möbelstücke schlichtweg viel zu groß. Er verdient zwar etwas Geld mit seinen Auftritten oder mit Werbung, doch die Einnahmen sind zu niedrig, um sich Spezialmöbel anfertigen zu lassen. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht so. Ich dachte jetzt, dass der echt krasses Geld verdient. Durch irgendwelche Werbedeals, oder obwohl ich ihn auch noch nie irgendwo gesehen habe, also in Zusammenhang mit solchen Deals. Aber ich dachte halt, dass wenn du halt der größte Mann der Welt bist, dass du da schon auch finanziell irgendwie gut profitieren könntest. Gut, das ist natürlich das schade, dass du damit nicht mal halt richtig viel Cash machen kann, wenn er halt schon so gestraft wurde, sag ich mal, mit seiner Größe. Deswegen sitzt und schläft Sultan in der Regel auf dem Boden. Auch das Frühstück wird dort serviert, doch bei der Zubereitung kann Sultan nicht mithelfen. Die Küche ist zu klein für ihn und das ständige Bücken bereitet ihm große Schmerzen. Sultan muss sich deswegen meistens von seinen Eltern bedienen lassen. Dabei war Sultan Kösen auch schon einmal verheiratet. Der 2,51 Meter große Hühne heiratete 2013 die 76 cm kleinere Serve. Was hat der bloß in der Hose? No homo, Chat. Die arme Frau, Digga. Dibo, und das Fest war ein ausgelassenes Spektakel mit über 1500 Gästen. Mittlerweile ist das Paar jedoch geschieden und auch Sultan lebt privat eher zurückgezogen und verlässt das Haus nur selten. Stattdessen findet sein Leben online statt. Sultan hat einen eigenen Instagram-Account und ist sogar auf YouTube. Krass, ich weiß nicht, wie aktuell das ist, aber nur 70.000 Follower. Ich dachte auch so mindestens 200.000-300.000, so mindestens. Aktiv. Obwohl er viel Zeit zu Hause verbringt, bleibt Sultan natürlich nicht immer zu Hause. Er muss hin und wieder einkaufen gehen, was er in der Regel nach dem Mittagessen macht. Eine ausgiebige Shoppingtour ist für den größten Menschen der Welt allerdings eine ziemlich schwierige Herausforderung. Und das nicht nur, weil er nur selten etwas Passendes in seiner Größe findet. Wie eben schon erwähnt, ist der 38-Jährige in der Türkei nämlich eine echte Berühmtheit. Sobald er das Haus verlässt, zieht er alle Blicke auf sich. Und während sich andere Stars verkleiden oder unkenntlich machen können, ist Sultan permanent den Blicken fremder Menschen ausgesetzt. Das setzt den schüchternen Riesen laut eigenen Aussagen extrem unter Druck. Hinzu kommen die Schmerzen, die das Laufen und das Stehen bei ihm verursachen. Sehr traurig so, sehr traurig irgendwie das zu sehen. Tut mir leid, Mann. Seine Knie und Hüftgelenke sind mittlerweile so beschädigt, dass er auf Krücken angewiesen ist und er braucht immer die Unterstützung anderer Menschen, um sich einen Weg durch die Altstadt zu bahnen. Besonders schwierig ist allerdings der Schuhkauf. Bei Schuhgröße 61 ist es quasi unmöglich, passende Schuhe für den Riesen zu finden. Ich hab 42. Der deutsche Schuhmacher Georg Wessel aus Werden in Nordrhein-Westfalen wurde auf den größten Mann der Welt aufmerksam und erklärte sich bereit, kostenlos Spezialschuhe für Sultan zu fertigen. Mittlerweile besucht der 38-Jährige regelmäßig seinen deutschen Schuster und Georg Wessel hat so einen großen Platz in seinem Leben eingenommen. Um allerdings in ferne Länder oder zu seinem Schuster zu reisen, ist Sultan auf die Gelder von Sponsoren angewiesen. Und zwar nicht nur, weil ein Flug für ihn generell unerschwinglich wäre. Sultan muss auch noch Business Class fliegen, weil er nicht in die normale Economy Class passt. Seine Abende verbringt Sultan Kösen mit seinen Eltern oder seinen anderen Verwandten. Auch abends verlässt er das Haus nur im Notfall. Essen gehen mit Freunden oder eine Party sind für Sultan nämlich kaum möglich. Er ist körperlich zu sehr eingeschränkt und die gaffenden Blicke der Passanten machen ihn, wie schon gesagt, meist nervös. Trotzdem hofft er immer noch darauf, eines Tages seine große Liebe zu finden und mit ihr eine Familie zu gründen. Generell liegen ihm laut eigenen Aussagen da wünsche ich ihm viel Glück auf jeden Fall. Herzen und er freut sich, wenn er ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Das macht Sultan nicht nur zu einem Menschen mit einem großen Körper, sondern auch mit einem großen Herzen.
Und das war's auch schon mit unserem Video. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann schaut euch auch gerne mal das Video von uns über den größten Teenager der Welt an. Ansonsten liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Ja, schon ein übles Schicksal, ne? So halt eingeschränkt zu sein vom Körper oder auch noch vom Charakter, ein eher zurückhaltender Mensch zu sein. Ja, du bist halt quasi eine Attraktion, ne? Wenn du halt unterwegs bist. Du stehst halt quasi immer im Vordergrund, das ist schon... Und dazu halt auch die körperlichen Schmerzen, das ist halt echt belastend, Mann. Und dann nicht mal so krank Geld damit zu verdienen, was ich eigentlich echt gedacht habe. Ich dachte, er macht so viel Geld damit, dass er halt so groß ist, dass er irgendwelche Werbepartner hat und so. Das ist halt schade, Mann.